Jetzt geht es zurück in göttliche Gefilde. Oh, gleite dahin, Maxim. Bring mich in die göttliche Welt, die am Nachthimmel leuchtet. Fahr zum Paradies. Auf nach Helibös! Es ist Zeit, Leute. Es ist Zeit für Enel. Es ist Zeit für Enel. Und zwar wird Enel in das One Piece Geschehen zurückkehren. Ja oder nein? Natürlich gibt es viele Faktoren. Oder ich denke mal, jeder Casual One Piece Fan wird wissen, okay, Enel wird sich doch mehr oder weniger seinen Weg zurückbahnen. Aber warum ist das Ganze denn so? Und wie kann man sich das vorstellen? Das ist heute das Thema von diesem Video. Und ich würde sagen, ohne großartig Zeit zu verlieren, fangen wir sofort an. Ich möchte nur kurz hier euch sagen, wenn euch das Ganze gefällt, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf dem Video und ein Abo auf den Kanal, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Und damit fangen wir so richtig an. Wir haben natürlich eine sehr, sehr große Garantie, dass Enel zurückkehrt, denn es gibt die Cover-Stories. Die Cover-Stories sind etwas, was wirklich jeder One-Piece-YouTuber schon mehrere Male erwähnt hat. Ist natürlich klar, das ist ein sehr, sehr wichtiger Baustein von der Story, deswegen ist es halt klar, dass man das halt das ein oder andere Mal erwähnt. Die Cover-Story zeigt Enel, wie er tatsächlich auf Ferryworth auf dem Mond angekommen ist und ja, Mondabenteuer hat. Wir wissen auch durch Oda selbst, dass es solche Art von Space Pirates, also Weltraumpiraten gibt, aber ob das relevant wird in One Piece, ist nicht ganz klar. Oda hat ja auch schon mal angedeutet, dass er eventuell nach One Piece einen kleinen Roboter-Anime macht, deswegen hätte man da die Möglichkeit, aber erstmal zum Thema Enel, er hat da solche kleinen Roboter gefunden, also kann man nicht sagen, dass er mehr oder weniger eine kleine Armee aufgestellt hat und alleine, weil diese Cover-Story halt ja existiert, wissen wir, dass es Zündstoff gibt, dass Enel mehr oder weniger relevant werden könnte für die Story von One Piece und auch die Vergangenheit von den Gegnern von Ruffy lässt es aufwerfen. Wir haben Crocodile, wir haben Doflamingo, das sind zwei ganz, ganz große Gegner von Ruffy gewesen und beide werden noch relevant für die Story sein, das ist sehr, sehr klar, um nicht zu sagen 100% klar, dass die beiden auf jeden Fall noch wichtig werden. Man hätte hier eine Möglichkeit, das Ganze ist aber wirklich nur Theorie, also nimmt das hier auf jeden Fall nicht für einen Fakt. Man hätte die Möglichkeit, dass das letzte Roadpoliglyph auf dem Mond und deshalb bei Enel sein könnte. Wir wissen, dass Ruffy ein Roadpoliglyph durch so hat, wir wissen, dass Big Mom eins hat, wo Ruffy das Ganze auch abgepostet hat und Kaido hat ebenfalls eins. Das sind drei Poliglyphe, von denen wir wissen und das vierte Roadpoliglyph ist bis jetzt verschollen. Die Möglichkeit, dass Shanks das Ganze besitzt, ist auf jeden Fall sehr wahrscheinlich, weil Shanks so eine Art Hüter des One Pieces, er stellt quasi sicher, dass der Richtige das One Piece bekommt, deswegen hat er auch Ruffy den Stroh gegeben, weil er dachte, dass Ruffy derjenige ist, der wirklich den Frieden bringen wird, aber er darf Ruffy natürlich nicht aktiv helfen, weil sonst ja, ist das ein bisschen zu viel Einmischung. Es geht ja in One Piece um diese ganz große Schicksalsgeschichte. Also wäre es hier schon möglich, dass Shanks das Roadpoliglyph hat, aber da er damals in Rogers Crew war, ist es auch sehr gut möglich, dass er einfach weiß, wo das One Piece ist und eventuell war er schon mal auf der Insel, denn als man das Ruffy-Kopfgeld gesehen hat oder zum ersten Mal das Ruffy-Kopfgeld gesehen hat, haben wir gesehen, dass Shanks auf einer sehr merkwürdigen Insel war. Da hat man wahrscheinlich sagen können, dass es Raftel ist, aber Mihawk weiß auch davon, deswegen ist man sich nicht ganz sicher, ob das Sinn macht, aber es gibt auch ja, diverse Theorien, dass Mihawk eventuell auch mal in der Crew von Shanks war und jetzt verdeckt ermittelt bei der Weltregierung als sieben Samurai. Aber dazu erstmal nicht mehr, weil das nicht wichtig ist, aber man muss hier wirklich sagen, dass es natürlich eine Möglichkeit wäre, dass Shanks das Roadpoliglyph hat, aber es wäre doch irgendwie blöd, dass jeder Kaiser es hat. Deswegen könnte man dieses Roadpoliglyph als quasi Wildcard reinpacken, dass es noch irgendwo ist und der Mond wäre natürlich ein Ort. Aber die Sache ist die, dass One Piece soll ja auf der Erde sein, deswegen wäre es schon echt super strange, wenn das letzte Roadpoliglyph auf dem Mond wäre. Man könnte ihn so gut wieder in das ganze Geschehen von One Piece reinbringen, aber man muss wirklich sagen, dass es halt sehr, sehr komisch wäre, wenn das Roadpoliglyph auf dem Mond wäre und ich glaube, viele Leute würden das nicht mögen, aber wenn ihn das Ganze mitbringen würde, also die Information würde es halt passen, ist halt eine schwierige Thematik. Oder selbst bestätigte auch in der FPS vom Band 43 zu Kapitel 415, dass Enel, wenn er damals ein Blaumeerer gewesen wäre, dann würde sein Kopfgeld um die 500 Millionen Berry betragen. Ist ein sehr, sehr krasser Wert, muss man sagen. Ruffy hat das Ganze erst nach Dressrosa erreicht und Enel war ja schon stärker als Ruffy beim Kampf, das wissen wir alle. Ruffy hat halt nur den ganz, ganz großen Fruchtvorteil. So, wir gehen jetzt ein bisschen tiefer in die Thematik ein und zwar geht es jetzt um die neuesten Manga-Geschehnisse mit Mary Joa und einem Stroh, der aufgetaucht ist. Und dazu habe ich mir den lieben One Piece Theoretiker dazu zitiert, damit er euch diese ganze Thematik um Enels mögliche Rückkehr in dem Aspekt näher bringen kann.
Seit One Piece Kapitel 906 kam ein weiteres Puzzlestück dazu, was man eventuell mit Enel in Verbindung bringen könnte. Und zwar am Ende von Kapitel 906 sahen wir eine mysteriöse Person in einer schwarzen Robe, wie sie eine riesige Tür unter Mary Jo öffnete und in eine riesige, eisige Halle reinging, wo dann in einer Steinnische, die ausgeleuchtet war, ein riesiger, gefrorener Strohhut lag. Was natürlich erstmal für unendlich viele Fragezeichen gesorgt hat. Und die Spekulationen gehen sogar so weit, dass man eventuell diesen großen Strohhut mit der Coverstory von Enel verbinden kann. Denn eines der letzten Seiten auf der Coverstory von Enel war Enel vor einer riesigen Wandmalerei. Auf dieser Wandmalerei sehen wir mehrere Himmelsmenschen, die alle verschiedene Kopfbedeckung tragen. Und laut vieler Theorien sollen das die drei antiken Waffen sein. Und die Wandmalereien sind einfach Überbleibsel vom verlorenen Königreich, die ursprünglich vom Mond stammen. Und da Enel ja vor dieser Wand steht und den Kopf so anschrägt, soll uns das vielleicht als Zuschauer den Hinweis geben, dieses Bild mal auf dem Kopf zu betrachten. Und wenn man dies tut, dann sieht man, dass diese Himmelsmenschen, die eventuell vom verlorenen Königreich abstammen und die antiken Waffen repräsentieren, dass die auf einer Form, auf einer strohartigen Plattform stehen. Wenn man das nämlich andersrum dreht, dann sieht man, beziehungsweise dann kann man dort mit ein wenig Fantasie den Strohhut erkennen und sogar das Band, das um den Strohhut gewickelt ist. Eventuell hatten die ganzen Leute vom verlorenen Königreich einen Strohhut auf und deshalb tragen sie auch dieses D im Namen, weil dieses D eigentlich nur auf die Seite gedrehter Strohhut ist. Da die Weltregierung ja irgendwas vertuschen will, beziehungsweise verlorene Königreich sowie auch die Pornoglyphen verstecken will, zeigt uns ja, dass sie irgendwas, beziehungsweise das ganze verlorene Königreich sowie auch das verlorene Jahrhundert alles irgendwie verstecken wollen. Und wenn sie die Strohhüte von den alten Königreichbewohnern alle unter Mary Jo verstecken, würde das einfach nur Sinn ergeben. Die Frage ist halt, haben die Wandmalereien von Enel auf seiner Coverstory wirklich was mit diesem Strohhut zu tun? Fragen über Fragen, die sich aber wahrscheinlich irgendwann sowieso klären werden. Und nach dieser Information geht es auch sofort weiter mit der Insel Raijin und das ist wieder klassische Oda-Manier. Als Ruffy und die Strohhutbande wirklich in die neue Welt eingetreten sind, hat man gesehen, dass man mehrere Inseln hatte, wo man halt hinsegeln konnte. Eine dieser Inseln war die Insel Raijin und diese Insel hatte sehr krasse Donner. Also da hat es die ganze Zeit gedonnert und die Sache ist die, durch Akainu und Kusan haben wir gelernt, dass Logia-Früchte einen sehr starken permanenten Einfluss haben auf die Umgebung. Wir haben Pankasat und Pankasat ist aufgeteilt in quasi eine Magma-Landschaft und eine Eislandschaft. Nicht, weil die Insel so ist, sondern weil der Kampf von Akainu und Kusan diese ganzen Sachen da geblieben lassen hat. Also kann man sagen, dass Logia-Früchte oder dass das Erwachen der Logia-Früchte sehr stark damit zusammenhängt, dass die Orte, wo gekämpft werden, diese Strukturen beibehalten. Das würde auch Sinn machen, weil man halt so wirklich ja, Gebiete absaven kann. Zum Beispiel könnte Blackbeard dann später quasi ein Gebiet so für sich beanspruchen. Auch wenn seine Frucht nicht richtig in diese Kategorie fällt, wäre das auf jeden Fall möglich. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass Früchte einen Einfluss haben können. Also kann man hier sagen, dass diese Insel Raijin sehr gut durch Enel entstanden ist. Dass Enels Teufelsfrucht quasi das angerichtet hat, was wir nun dort gesehen haben. Und da wir gerade beim Thema sind, noch ein kleiner Fun-Fact. Und zwar erinnert euch mal an die Oma zurück, die Urush begrüßt hat. Diese Oma hat enorme Ähnlichkeit mit der Oma von Skype hier, die Ruffy und Co. nicht durchlassen wollte. Und es ist nicht die gleiche Oma, das möchte ich nicht damit sagen, auf gar keinen Fall. Man sieht ja ganz klar, dass es verschiedene sind, aber es ist so eine Art, ja, klassisches oder Foreshadowing, dass es ähnliche Personen sind und vom Konzept das auch gleich ist. Also würde ich schon sagen, dass man das schon ein bisschen mit reinzählen kann. Enels Transformation, die seine Form verändert, sieht auch ebenfalls sehr, sehr stark aus wie der Gott Raijin, also aus der Mythologie und aus unserer Welt. Deswegen würde das auf jeden Fall auch sehr gut passen. Die Reaktion von Urush ist auch sehr interessant. Urush ist ein Charakter, der eigentlich immer fröhlich ist und als er diese Insel gesehen hat, war er weniger fröhlich. Es war der erste Moment, wo Urush ein bisschen in sich geschlossen war, förmlich so, als hätte er etwas von seiner Vergangenheit wieder aufkommen lassen, dass er sich eben Birka vorgestellt hat, was von Enel zerstört worden ist. Denn viele Theorien bahnen sich auch darum, dass Urush halt auf dem Weg ist, um an Enel Rache zu nehmen, weil er quasi seine Heimat zerstört hat. Deswegen macht es auch hier Sinn, dass Urush sich an die Donner zurückerinnert hat, was halt heißen würde, dass Enel schon längst auf der Erde ist, also im Blaumeer. Die Sache ist auch die, der Logbot hat angezeigt, dass die Insel Raijin die gefährlichste von allen ist. Also heißt es, dass die Insel von Enel, wenn es wirklich seine Donner sein sollten, gefährlicher sein würden als Pankasat, was auf jeden Fall Sinn machen würde. Wir wissen ebenfalls, dass die Coverstory von Enel ungefähr zum Zeitpunkt von der Thriller Bark stattgefunden hat. Das heißt, dass man sehr gut sagen kann, dass Enel schon längst zurück ist, weil es gibt keinen Fakt, der sagen würde, dass das Ganze nicht der Fall wäre. Es wäre halt komisch, weil Enel nicht aktiv wäre. Aber ich denke schon, dass die Möglichkeit, dass er schon längst zurück ist, auf jeden Fall bestehen würde. Man hat hier viele Sachen in One Piece geschehen, selbst die natürlich miteinander verbunden werden könnten. Zum Beispiel hat man natürlich Blackbeard und der natürliche Feind des Gottes ist ja das See. Deswegen hätte man hier die Möglichkeit, vor dem großen Kampf gegen die Gorosei, das so zu verwacken, dass Blackbeard gegen Enel kämpft, also ein D gegen einen selbstinterpretierten Gott. Würde ich sehr, sehr passend finden. Man könnte so Enels wahre Kraft zeigen. Auch ein Kampf mit Shanks wäre hier auf jeden Fall möglich. Und was ich persönlich als Fan auch immer sehr interessant fand, war einfach die Tatsache, dass wir Buggy und Usopp haben. Bei Usopp oder Lysopp haben wir es so, dass wir Gott Lysopp haben. Und ich meine so, wenn Enel auf der Erde ist und wenn er wirklich mitbekommt, dass sich jemand selbst Gott nennt, sehen ja auch auf dem Steckbrief steht ja auch Gott Usopp, dann denke ich schon, dann würde Enel wirklich ein bisschen dagegen gehen. Und
eventuell mal herausfinden wollen, was wirklich hier abgeht. Und deswegen hätte man hier die Verbindung, dass Enel wieder auf die Strohbande treffen könnte. Oder Buggy wäre hier auch ein Fall, weil Buggy sehr, sehr viel Macht bekommen hat. Und deswegen könnte Enel da auch nochmal ein Wörtchen mitreden. Ist aber erstmal ein bisschen schwer zu sehen. Und die Aufgabe von Enel, die er selbst quasi sich anerkannt hat, ist dann noch nicht erfüllt. Denn er möchte alle Menschen aus dem Himmel verjagen. Das heißt, die Shandia müssen bald die Wohnung räumen im übertragenen Sinne. Und da könnte man auch wieder was verbinden, dass die Shandia halt Ruffy um Hilfe bitten oder sonstiges. Also ist da auch auf jeden Fall hier auch noch sehr, sehr viel möglich. Jeder Gegner von Ruffy kommt so ziemlich wieder, deswegen ist es bei Enel auch so die Sache. Und Enel ist ja auch ein Gegner, den Ruffy zwar besiegt hat, aber Ruffy war nicht stärker als Enel. Er hatte den Fruchtvorteil gehabt, mehr nicht. Und ich fände es auch als Story-Progress ganz gut zu sehen, dass Ruffy ihn im Nachhinein vielleicht einfach besiegt oder so. In einem kurzen Kampf könnte passend werden, aber Enel ist so eine gottgleiche Kreatur, sage ich mal. Deswegen wäre es schon ein bisschen komisch, wenn er wieder besiegt werden würde. Ich würde mir sehr, sehr stark einen Kampf wünschen von Enel, wo er mal so richtig auftritt, so richtig kämpft. Aber das wäre so ziemlich gewesen zu dem, warum Enel wiederkehren sollte, ist es wirklich für mich sehr, sehr sicher, dass es dazu kommen wird, weil oder einfach Enel nicht umsonst da herumschwirren lässt. Er wird ihn irgendwann aufbauen. Ich denke, nach Wano Kuni, nach dem riesengroßen Arc, wäre die Möglichkeit da, Enel mit einzubinden, würde ich zeitlich gesehen sehr passend finden. Aber da bin ich raus. Wünsche noch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo bei mir und beim lieben One Piece Theoretiker da und einen Daumen nach oben auf dem Video. Bis dahin, haut rein!